Strandhöhlengrube. Hey. Na sowas. Wenn das nicht unser alter Freund die Memme ist. Gebt mir zurück, was ihr gestohlen habt. Das ist mein Schatz. Er bedeutet mir alles. Schatz, sagst du? Dieses Ding also, ist also wirklich wertvoll, was? Ich würde sagen, das Ding könnte mehr wert sein, als wir gehofft haben. Wir sollten versuchen, es zu verkaufen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir einen guten Preis. Noch ein Grund, es nicht zurückzugeben. Was? Wenn du es unbedingt zurück willst, komm und hol es dir. Und da haben wir unseren ersten Bosskampf. Das Besondere hier an Bosskämpfen, das zeige ich mal ganz kurz. Schaut mal die Attackenpunkte an, die sind hier wieder voll aufgefüllt. So. Dann haben wir den hier schon mal erledigt. Blutsauger machst du hier. Aua. Sie haben uns geschlagen. Wir haben diese Schwächliches geschafft, uns zu schlagen. Bah, hier, dann nehmt es halt. Wow, bildet euch nichts drauf ein, ihr hattet nur Anfängerglück. Genau, merkt euch das. Oh, mein Reliktfragment. Ich bin so froh, ich habe es tatsächlich zurückbekommen. Das liegt daran, dass du mir geholfen hast, Kilian. Vielen Dank. Ich bin dir wirklich dankbar. Ich habe nur geholfen, weil ich zufällig gerade da war. Das richtig war? Ich glaube schon. Dieses Pokémon ist mir wirklich dankbar. Es ist schön, von jemandem geschätzt zu werden. Das haben sie gestohlen. Das ist ein Reliktfragment. Naja, zumindest habe ich angefangen, es so zu nennen. Aber dieses Reliktfragment ist mein wertvollster Schatz. Weißt du, ich mochte schon immer Legenden und Sagen. Ich finde Geschichten aus der Vergangenheit so aufregend. Geht es dir nicht auch so? Versteckte Schatztruhen, seltsame Relikte, unerforschte Orte, die von der Dunkelheit umgeben sind, und fremde Länder, die darauf warten, entdeckt zu werden. Solche alte Orte müssen voller Gold und Schätze sein. Und Geschichte. Wäre es nicht toll, geschichtliche Entdeckungen zu machen? Davon träume ich die ganze Zeit. Ich finde es wirklich aufregend. Und eines Tages gelangte ich dann zufällig an dieses Reliktfragment. Zugegeben, es sieht nicht so wertvoll aus, aber sieh genauer hin. Siehst du? Auf dem Stein ist ein merkwürdiges Muster, nicht wahr? Stimmt, das ist ein merkwürdiges Muster. So ein Muster habe ich noch nie gesehen. Dieses Muster muss eine besondere Bedeutung haben. Dieses Reliktfragment muss ein Schlüssel zu sagenhaften Orten sein. Zu Orten, an denen kostbare Schätze liegen. Das sagt mir jedenfalls mein Gefühl. Darum will ich einem Erkundungsteam beitreten. Dieses Fragment muss irgendwo hineinpassen. Wo genau, das will ich herausfinden. Ich will das Rätsel um mein Reliktfragment lösen. Daher wollte ich mich schon früher bei einem Erkundungsteam bewerben. Aber ich habe einen Rückzieher gemacht. Was ist mit dir, Kian? Was wirst du jetzt machen? Hast dein Gedächtnis verloren und du hast dich irgendwie in ein Pokémon verwandelt. Weißt du, wo du jetzt hingehen wirst? Falls nicht, kann ich dich dann um einen großen Gefallen bitten? Könntest du dir vorstellen, mit mir ein Erkundungsteam zu gründen? Ich bin sicher, dass wir ein gutes Erkundungsteam bilden können, Kilian. Was sagst du? Bitte. Was soll ich tun? Das Angebot kommt aus heiterem Himmel. Ich weiß nicht mehr, was ein Erkundungsteam ist. Was soll ich tun? Soll ich mit diesem Pokémon ein Erkundungsteam gründen? Ha, mach mal ihm doch mal die Freude. Es stimmt, ich habe wirklich keine Ahnung, wohin ich gehen sollte. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es kann nicht schaden, wenn ich mich fürs Erste mit Fliege zusammentue. Vielleicht erfahre ich irgendwann, wer oder was ich bin, wenn ich bei diesem Pokémon bleibe. Okay, abgemacht. Ja, wirklich? Müssen wir ein Erkundungsteam gründen? Ja, vielen Dank. Wir werden ein großartiges Duo abgeben, du wirst sehen, wir schaffen das. Lass uns als Erstes zur Knuddeluft gehen und bei ihm als Lehrlinge anmelden. Dort müssen wir trainieren, um ein erstklassiges Erkundungsteam zu werden. Das Training wird mit Sicherheit sehr hart. Aber lass uns unser Bestes geben.
Und so kam es, dass Fliegi und Kilian ein Erkundungsteam gründeten. Wie sich herausstellen wird, war dies der erste Schritt zu vielen fantastischen Abenteuern, die sie noch erwarten. Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Möchtest du dein Abenteuer speichern? Ja. Kapitel 2: Die neuen Gildenrekruten. Hier ist die Knoddelhoff-Gilde. Wer ein Erkundungsteam bilden will, muss das Team hier registrieren lassen. Danach muss man trainieren, bis man zum erstklassigen Erkundungsteam geworden ist. Oh je. Irgendwas an diesem Ort ist komisch, findest du nicht? Nein, diesmal ist Kilian bei mir. Ich darf nicht feige sein. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Wessen Fußabdruck? Wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von Riolu. Der Fußabdruck ist von Riolu. Nein, ich muss mich zusammenreißen. Du darfst eintreten. Du hast jemanden mitgebracht. Der Fremde soll seinen Fußabdruck zeigen. Los! Du bist wahrscheinlich gemein, Kilian. Du sollst deinen Fußabdruck zeigen. Er ist ein Gitter über dem Loch. Man kann offensichtlich nicht hindurchfallen. Trotzdem sehr seltsam. Sieht aus, als würde es an meinem Fuß kitzeln, oder? Hey, du, Fremder! Stell dich auf das Gitter! Pokémon entdeckt! Pokémon entdeckt! Wessen Fußabdruck? Wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von... Fußabdruck ist von... Was ist los? Wache! Wache! Was ist los, Wachpostendikter? Der Fußabdruck ist... Vielleicht ist er von Pikachu. Vielleicht von Pikachu. Was? Vielleicht? Aber so einen Fußabdruck sieht man hier für gewöhnlich nicht. Ach, faule Ausrede. Die Fußabdrücke von Besuchern zu bestimmen. Das ist doch dein Job, Dicker, oder nicht? Ja, aber wenn ich einen Fußabdruck nicht kenne, erkenne ich ihn nicht. Was? Streiten Sie etwa? Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Nun, es stimmt schon, man sieht in dieser Gegend keine Pikachu. Aber du scheinst nicht böse zu sein. Okay, das reicht. Eintreten! Oh Mann. Ich bin ganz schön nervös und hibbelig. Aber ich bin froh, dass wir endlich hinein dürfen. Mein Herz klopft bis zum Hals. Okay, gehen wir rein. Da ist eine Luke, die nach unten führt. Wow. Das ist also die Knuddelhoff-Gilde. So viele Pokémon. Ob sie wohl alle zu Erkundungsteams gehören? Verzeihung. Plaudergei. Ihr beide seid hier gerade reingekommen, ja? Genau. Ich heiße Plaudergei. Ich habe hier das Sagen. Ich bin die rechte Hand vom Gildenmeister Knuddelhoff. Und nun kusch, verlasst unsere Gilde. Wir haben keine Zeit für Vertreter und alberne Unfragen. Wenn ich bitten darf. Nein, das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Wir wollen ein Erkundungsteam gründen. Deswegen sind wir hier. Wir wollen als Erkundungsteam trainiert werden. Was? Als Erkundungsteam? Es kommt selten vor, dass Jungspunde wie ihr sich bei der Gilde bewerben. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie hart das Training ist. Der nicht finden wollende Strom von Pokémon, die wegen des harten Trainings davonlaufen, ist der beste Beweis. Verzeihung, aber ist das Training für Erkundungsteam wirklich so anstrengend? Was? Nun ja, nein, nicht im geringsten. Unser Trainingsprogramm für Erkundungsteam könnte nicht leichter sein. Tja, ich wünschte, ihr hättet gleich gesagt, dass ihr ein Erkundungsteam gründen wollt. Er hatte einen sehr plötzlichen Sinneswandel, nicht wahr? Okay, lasst uns euer Team sofort einschreiben. Folgt mir!
Stimmt etwas nicht? Kommt hierher! Beeilt euch bitte! Dies ist die untere Gildenebene 2. Hier arbeiten die Lehrlinge die meiste Zeit. Zur Anmeldung bitte hierher entlang. Bitte komm mit. Wow, wir sind hier im zweiten Untergeschoss und man kann trotzdem nach draußen sehen. Oh, bitte Ruhe jetzt. Die Gilde ist in die Seite einer Klippe gebaut. Selbstverständlich kann man nach draußen sehen. Oh. Nun stehen wir vor der Kammer des Gildenmeisters Knuddeluff. Seid auf keinen Fall, ich wiederhole, auf keinen Fall dem Gildenmeister gegenüber respektlos. Gildenmeister, hier ist Plaudergei, ich komme herein. Gildenmeister, ich bringe zwei Pokémon, die Lehrlinge unserer Gilde werden möchten. Gildenmeister? Gildenmeister? Hallöchen, ich bin Knuddeluff. Ich bin der Meister der Gilde. Ihr wollt ein Erkundungsteam gründen? Na dann, auf geht's! Als erstes müssen wir den Namen des Erkundungsteams registrieren. Der Name eures Teams lautet... Oh, der Name unseres Teams? Daran haben wir noch gar nicht gedacht. Welchen Namen würdest du gut finden, Kieran? So, das letzte Mal haben wir uns den TGE-Team genannt. Ich mache jetzt mal ein kleines Crossover zu einem anderen, ja, Genre, sagen wir mal. Weil ich bin auch nicht nur ein großer Pokémon-Fan, ich bin auch ein sehr großer Digimon-Fan. Daher, und weil ich auch ein großer Freund von der 6. Staffel bin, nennen wir unser Team jetzt Team Crossheart. Einfach weil ich es kann. Ein sehr schöner Name und das passt auch genau rein, wie ich da gerade gesehen habe. So. Crossheart. Team Crossheart. Ja, das ist ein guter Name. Er passt zu uns. Dann hätten wir das. Ich registriere euer Team unter dem Namen Crossheart. Registriere, registriere. Alles registriert. Luffy! Glückwunsch! Ab heute seid ihr offiziell ein Erkundungsteam. Zu diesem Anlass überreiche ich euch das hier. Knuddeluff überreicht ein Pokémon-Erkundungsteam-Kit. Pokémon-Erkundungsteam-Kit? Yep, jedes Erkundungsteam braucht eines. Schnell, macht es auf! Fliege öffnet das Pokémon-Erkundungsteam-Kit. Darin sind ein Erkunderorden, eine Wunderkarte und ein Schatzbeutel. Hey, da sind lauter tolle Items drin. Das ist euer Erkunderorden. Er ist das offizielle Erkennungszeichen eures Teams. Und diese Wunderkarte ist einfach wunderbar praktisch. Dann ist da noch der Schatzbeutel. Darin bewahrt ihr auf, was ihr in Dungeons findet. Wenn ihr als Erkundungsteam Erfolg habt, könnt ihr das Fassungsvermögen eures Schatzbeutels vergrößern. Es ist einfach ein wundervoller Beutel. Werft doch mal einen Blick in euren Schatzbeutel. Fliege wirft einen Blick in den Schatzbeutel. Darin ist das Item Zinkband. Es ist auch ein Blauband darin. Das sind zwei besondere Items. Sie werden euch auf euren Abenteuern sicherlich von Nutzen sein. Danke, wir werden unser Bestes geben. Yep, aber im Moment seid ihr nur Lehrlinge. Gebt euer Bestes und trainiert. Das werden wir. Lass uns immer unser Bestes geben, Kilian. So, damit haben wir jetzt offiziell unser Erkundungsteam gegründet. Das ist euer Raum. Super, wir bekommen Betten. Hier werdet ihr wohnen, solange ihr bei uns arbeitet. Ab morgen werdet ihr alle Hände voll zu tun haben. Steht früh auf und fangt an, nach unserem strengen Kodex zu leben. Bleibt nicht lange auf, geht für heute früh ins Bett. Das ist alles. Oh, bist du auch noch wach, Kilian? Ich hatte heute die ganze Zeit Herzrasen. Aber ich bin froh, dass ich mich endlich hergetraut habe. Ich habe mir Knuddeluff voll gruselig vorgestellt, aber er scheint sehr freundlich zu sein. Ab morgen kommt so einiges auf uns zu, aber ich habe kaum Angst. Im Gegenteil, ich bin total gespannt auf neue Abenteuer. Langsam werde ich müde. Geben wir morgen unser Allerbestes. Okay, Kilian, gute Nacht. Auf einmal bin ich Lehrling in der Gilde.
Ich muss zugeben, es ist ziemlich aufregend, es in einem Erkundungsteam zu sein. Ich habe viel Spaß mit Fliegi. Aber noch wichtiger ist, wer bin ich? Wie bin ich zu einem Pokémon geworden? Wieso lag ich bewusstlos am Strand? Ich bin auch müde. Tja, es bringt nichts, darüber nachzudenken. Ich konzentriere mich fürs Erste besser auf die Arbeit in der Gilde. Wenn ich das tue, sollte sich alles irgendwann aufklären. Mit der Zeit komme ich den Dingen sicher auf den Grund. Möchtest du dein Abenteuer speichern? Ja, möchte ich. Tipp für Erkundungsteams. Du kannst deinen Spielstand ab jetzt speichern, indem du dich zu deinem Bett begibst. Willst du also deinen Spielstand speichern, geh einfach zu deinem Bett. Am nächsten Morgen. Hey! Hey, ihr! Raus aus den Federn! Wie mir brummt der Schädel. Was für eine lächerlich laute Stimme. Mir ist fast das Trommelfell geplatzt. Wieso seid ihr immer noch im Bett? Wacht auf! Meine armen Ohren. Na los, raus aus der Falle! Ich bin Krakelo. Ich bin auch ein Lehrling. Wenn ihr zu spät zur morgendlichen Einweisung kommt, werdet ihr es bereuen. Also los! Unser Guildmeister Knuddeluff ist sehr temperamentvoll, wenn ihr ihn reizt. Oh Mann, das wäre vielleicht eine gruselige Szene. Schon bei der Vorstellung kriege ich Gänsehaut. Oh, Backe! Aber wie auch immer, ich werde mir keinen Ärger einhandeln, weil ihr Neulinge zu spät kommt. Also, kommt in die Gänge! Meine Ohren klingen immer noch. Von was hat er geredet? Irgendwas von Aufstehen? Oh ja. Wir haben uns ja bei der Knuddeluff-Gilde als Lehrling eingeschrieben. Aber es das heißt ja, wir haben verschlafen. Wir müssen uns beeilen, Kilian. Ihr habt euch verspätet, Neulinge. Kusch, du hast eine geradezu lächerlich laute Stimme. Alle scheinen anwesend zu sein. Sehr gut, kommen wir zur morgendlichen Ansprache. Gildenmeister, die Gilde ist auch komplett anwesend. Vielen Dank, Gildenmeister. Bitte wende dich an die Gildencrew. Gildenmeister Knuddeluff überrascht mich immer wieder. Ja, allerdings. Yep, er wirkt hellwach. Seine Augen sind offen, aber er schläft tief und fest. Vielen Dank, Gildenmeister. Wir alle schätzen deine weisen Worte. Okay, Pokémon, nehmt euch des Gildenmeisters weise Worte zu Herzen. Und nun vergesst nicht den morgendlichen Jubelruf. Alle zusammen. Und eins und zwei und eins, zwei, drei. Erstens, nicht den Plagen entsagen. Zweitens, willst du kneifen, müssen wir dich schleifen. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Gut, Pokémon, an die Arbeit. Hurra! So. Hey, ihr habt nicht einfach so herumzuspazieren. Kommt mal mit ihr zwei. Ihr seid Anfänger. Wir geben euch zum Anfang einen Auftrag. Dies ist das Job-Infobrett. Pokémon aus unterschiedlichen Regionen hängen hier Jobangebote aus. Ihr wisst, dass zurzeit immer mehr bösartige Pokémon auftauchen, nicht wahr? Ja. Weil der Fluss der Zeit durcheinander gerät, entsteht Chaos, richtig? Und darum tauchen so viele bösartige Pokémon auf. Der Fluss der Zeit gerät durcheinander. Zeit, also Stunden und Minuten? Soll das heißen, hier ist irgendwas mit der Zeit schiefgegangen? Deswegen gibt es immer mehr bösartige Pokémon? Was geht hier nur vor? Genau. Weil die Zeit aus dem Gleichgewicht gerät, gibt es eine Flut von bösartigen Pokémon. Vielleicht liegt es daran. Wir haben einen Anstieg bei den Angeboten der Jobs bemerkt. Und dann ist da noch etwas. Man weiß nicht, ob es auch mit der Zeit zu tun hat. Es gibt eine regelrechte Flut von Mystery Dungeons. Mystery Dungeons? Also, Kilian, erinnerst du dich an gestern, als wir mein Reliktfragment zurückgeholt haben?
Der Ort, an dem wir es gefunden haben, war ein Mystery Dungeon. Ein Mystery Dungeon ändert sich jedes Mal, wenn man ihn betritt. Jedes Mal sieht er etwas anders aus und enthält andere Items. Gehst du in einen Dungeon K.O., verlierst du die Hälfte deines Geldes. Du kannst sogar die Hälfte deiner Items oder mehr verlieren. Und du wirst aus dem Dungeon geworfen. Diese Orte sind sehr seltsam. Aber jedes Mal, wenn du ihn betrittst, gibt es neue Dinge zu entdecken. Sie eignen sich hervorragend zum Erkunden. Tja, du bist gut informiert, nicht wahr? Das erleichtert mir die Erklärung um einiges. Alle Jobs finden im Mystery Dungeon statt. Also, lasst uns einen Job für euch suchen. Ah, ja, vielleicht dieser. Oh, wirklich? Lasst es uns lesen. Hallo, mein Name ist Spoink. Ein Ganove ist mit meinem wertvollsten Besitz abgehauen, meiner kostbaren Perle. Diese Perle bedeutet mir so viel wie mein Leben. Ich kann mich einfach nicht beruhigen, solange diese Perle nicht auf meinem Kopf ist, da wo sie hingehört. Doch ich habe gehört, dass meine Perle gesehen wurde. Sie soll sich auf einer felsigen Klippe befinden und diese Klippe soll sehr gefährlich sein. An einem so furchterregenden Ort könnte ich niemals gehen. Oh, lieber Leser, wärt ihr so freundlich, zu dieser Klippe zu gehen, um meine Perle zurückzuholen? Ich flehe um eure Hilfe, Erkundungsteam von Spoink. Moment mal. Wir holen ein Item zurück, das jemand verloren hat? Ich würde lieber etwas Abenteuerlicheres tun. Ich würde lieber Schätze suchen oder unbekannte Orte erkunden. Solche Sachen. Kusch! Oh Mann. Es ist wichtig, dass ihr Neulinge eure Pflicht tut. Jetzt passt auf. Ich wiederhole meine Warnungen, damit ihr sie auch behaltet. Ihr werdet aus einem Dungeon geworfen und zurückgeschickt, wenn einer von euch besiegt wird. Ihr verliert die Hälfte eures Geldes und ihr riskiert die Hälfte oder sogar mehr eurer Items zu verlieren. Gebt also Acht. Habt ihr alles verstanden? Dann schlage ich vor, ihr nehmt den Job in Angriff.